Es gab im letzten Jahr eine Projektwoche für die gesamte Oberstufe und da wurden mehrere Projekte mit Medien realisiert. Unter anderem ein Fotobuch für die Kurt-Körber-Stiftung, weil die ja sozusagen viel Geld in die Schulen steckt. Aber auch Filme oder ein Internetblog wurde da erstellt. Also da gab es einiges in der Richtung. Also im aktuellen Projekt läuft das eben so, dass ich versuche, in dem Fach PGW, eins der beiden profilgebenden Fächer im Profil Mediengesellschaft, nicht nur den Rahmenplan zu beachten, nicht nur möglichst mit den anderen Profilfächern zu koordinieren, also gemeinsame Themen zu bearbeiten vom Fach PGW aus, sondern immer auch wieder den Medienbezug suche. Also immer wieder versuche, dieses Profilgebende dort mit reinzubauen. Ich habe natürlich schon die Hoffnung, dass Sie bewusster mit Medien umgehen und diejenigen, die beim Beispiel Film Clip für Clip aneinanderfügen, die sehen, glaube ich, dann endlich mal, dass es doch nicht diese Kontinuität hat, ursprünglich, die Sie ja nur kennen. Da gibt es Bewusstseinsprozesse. Umgang mit Technik natürlich auch, eine Kamera zu bedienen oder am Rechner dann zu arbeiten, da gibt es schon Fortschritte. Ich verspreche mir jetzt nicht einfach aus diesen paar Stunden jetzt Menschen, die ich als kompetent mit dem Umgang mit Medien bezeichnen möchte, das nicht. Es ist nur ein Schritt in die Richtung. Ein Medienpädagog ist so wichtig geworden heutzutage in der Medienlandschaft. Es muss einen eigenen Stellenwert haben, es muss ein eigenes Fach sein, es muss einen eigenen Rahmenplan bekommen. Und natürlich, was die Lehrerausbildung betrifft, muss es Fachleute geben, nicht solche Amateure wie mich. Und insofern wäre das mein dringendster Wunsch. Von der Ausstattung materieller Art mal ganz abgesehen, dass Schulen eigentlich ein Medienzentrum haben müssten, in dem die Mittel vorhanden sind, dass Lehrer, auch wenn sie nicht das also sozusagen nur nebenbei machen, relativ unkompliziert mit Schülern eben Medienarbeit machen können.